Grüße aus der Apokalypse, moin zu Fallout Shelter und herzlich willkommen im Vault 118. Wir waren jetzt eine Zeit lang nicht mehr in dieser Welt und hier hat sich einiges getan. Ich will mal erstmal zusehen, dass ich das hier ein wenig ordne. Ihr seht schon, die letzten Tagesbewertungen waren ein bisschen besser, das ist nicht übel. Wir kassieren erstmal unsere Ressourcen ein. So, und jetzt ist noch ein bisschen mehr passiert. Oh, wir fangen mal hier an. Die stolze Sushi und Gonshi. Ich habe gar nicht drauf aufgepasst. Irgendwie war was los und die haben ja auch im Job miteinander was zu tun gehabt. Und ja, ich konnte gar nicht schnell genug gucken und jetzt ist es passiert. Ah, die beiden bringen ihre süße Kriana auf die Welt. Tada! So, hier unten ist auch was Interessantes passiert. Dieses Symbol tritt dann auf, wenn die Radiosenderei Erfolg gezeitigt hat. In diesem Fall diesen Herrn hier, der für unsere Verhältnisse ziemlich normal ist, nichts Besonderes. So, hier haben wir erstmal Trixie wieder zurück aus seinem nicht so ganz erfolgreichen Abenteuer. Ach, davon wisst ihr ja noch gar nichts. Wir erinnern uns mal eben kurz gemeinsam, während ich versuche, den Agenten zu erwischen. Ah, eine kurze Zwischenbotschaft. Bewohner, die im Ödland unterwegs sind, werden irgendwann auf interessante Orte stoßen. Du entscheidest darüber, ob sie den Ort betreten oder ignorieren oder das... Oh, naja, wir haben hier was. Trixie hat einen super Dupermarkt entdeckt. Soll er hineingehen? Ja, klar, das riskieren wir jetzt. Oh, mal schauen. Das ist natürlich riskant. Oh, und das bei seiner lächerlichen Waffe. Na gut. Wollen wir mal schauen. Ihr seht, auch dieses Gelände hier ist durchaus übersichtlich. Mal gucken, was passiert. Oh, oh. 4 Stück. Eieieiei. Jetzt lasse ich ihn gleich links im Bild, um jederzeit was einzuwerfen. Die kämpfen. Drei von ihnen kämpfen mit Bildkürs, nein, und zwei. Meine Güte, das sehe ich jetzt erst. Das sind fünf? Sind das 6 Leute? Na, 5, glaube ich. Ja. Na, mal sehen, ob er da eine Chance hat. Unseligerweise stehen die alle so auf dem Haufen, dass ich jetzt auch nicht sagen kann, greife erst den und dann den an und so weiter. Ah, schön. Einer hatte schon mal niedergestreckt. Muss jetzt nur 8 geben, dass er nicht aus Versehen zu viel Schaden nimmt. Ich hätte mal lieber ein paar Stimpaks mehr mitgegeben. Aber jetzt... Aber kritische Möglichkeit. Ach Gottchen, und dann sowas. Naja, es hat keine Nücht. Puh. Komm, jetzt mach hinne. Trixie, kein Kampf war so wichtig wie dieser hier. Unseligerweise ist es eben immer ein Wechselspiel. Mal Angreifer, mal Verteidiger. Und wenn man dann so viele Gegner auf einmal hat, dann kann es schnell vorbei sein. Sieht auch nicht gut aus. Fliehen kann er im Grunde genommen nicht. Ich kann nur für den Fall, dass es ihn jetzt umhaut, sagen, okay, alles klar, dann betritt das Gebäude nicht. Beziehungsweise versuch's nicht nochmal. Aber das wäre natürlich zu schön. Komm, Trixie, streng dich an. Mach noch einen kritischen. Das geht schief. Ich kann nichts machen. Gar nichts. Ich fürchte, das wird nicht genügen. Da hat sie ihn schon wieder getroffen. Und ihr habt ja gesehen, was für eine Schadenstoleranz so ein blödes Billardkühl hat, zwischen 0 und 8. Und seine kleine Knarre, die er hat, macht 1 bis 2 Schaden.
Trotzdem geht die Hoffnung noch nicht auf. Ein beliebiger Kritischer würde genügen. Und sie fertig. Oh, es geht also langsam. Oh, oh. Das ist eng. Das ist eng. Trixi. Oh, puh. Das war knapp. Ja. Jetzt kassieren wir erstmal, was die dabei haben. Alle nur Geld. Keine Waffen. Right away kann ich es auch nicht gebrauchen. Was ich gebrauchen könnte, wäre ein Stimpack. Oh, es ist riskant, da reinzugehen. Sehr riskant. Ich versuch's mal. Das ist aber nicht nur riskant, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Hier sind auf jeden Fall Gegner drin. Gut, was habe ich davon, wenn sie ihn umbringen? Die Stimpacks sind sowieso aufgegeben, sind verloren. Das Geld für ihn kann ich mir sparen. Die EP hat er bekommen. Klar gibt es hier unten noch was Interessanteres zu holen, aber... Nein, in diesem Fall... Ach, das geht wahrscheinlich nicht mal, ne? Kann ich gar nicht aufgeben. Ach, so rum geht das. Mist, den Agenten habe ich nicht erwischt. Okay. Nameless ist auch zurück mit ihrer Knarre. Besonders viel hat sie nicht geholt. Sie hat ein bisschen Radioaktivität eingefangen. Und unseren neuen Wachhabenden stellen wir gleich mal hier in Vorraum. So. Haben wir alles, was irgendwie grün ist und uns irritieren sollte, abgehakt? Ja, haben wir. Gut, wunderbar. Dann wollen wir erstmal kurz gucken. Ach, seht mal. Das ist die kleine Kriana. Gonchis und Sushis ganzer Stolz. Aber apropos Stolz, wo sind denn eigentlich die anderen beiden hin? Die Kinder von vorher. Wir machen es uns einfach. Wir gucken einfach mal nach einem Job. Denn die beiden werden noch keinen Job haben. Kein Wunder. Wo sind sie denn? 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 Na? Ah. Sauli. Ja. Du bist ein charmanter Bolzen, deswegen arbeitest du unten mit im Radiobetrieb. Apropos, ist er eigentlich noch eingestellt? Ja, wir senden immer noch ins Ödland. Hallo meine Damen und Herren, hier ist Radio 118. Wir senden ins Ödland. Ins Ödland. Okay. So, und dann haben wir noch Nelebär. Nelebär weiß auch noch nicht so richtig, was sie tun soll. Aber sie hat das Talent ihrer Mutter, also Savis, und darf deswegen auch erstmal in unserer Kantine arbeiten. Vielleicht der allerwichtigste Job von allem, wenn man mal vom Strom absieht. Und hier ist nebenbei gesagt ganz gut was los. Hier ist überhaupt eine ganze Menge los. Wir können einen neuen Raum bauen. Das hängt mit der puren Anzahl an Einwohnern zusammen. Die Waffenwerkstatt. Leider ist sie momentan ein wenig teuer. Wir müssen also Geld auftreiben. Ach, nicht doch. Schon wieder. Okay. Du gehst mal gleich da ganz weg. So, und wir schicken mal ein paar Leute mit Waffen nach oben. Den ersten Raum überwinden die Angreifer eigentlich fast immer. Das ist nicht etwa, weil sie so wahnsinnig stark sind, sondern weil es nicht lange genug gekämpft wird hier im vordersten Raum. Aber diesmal haben wir nur drei Raider gegen uns. Das sollten wir hinkriegen. So, und unsere gute Trixie ist schon da. Meine Güte. Lebensenergie eigentlich niedrig, das haben wir mal eben schnell korrigiert. Und Lirum unterhält sich lieber. Und für die Nahrung. Ärgerlich. Oh. So, und die hier erwarten den Angreifer, falls sie das hier oben noch weiter vorziehen kann, unten. So, das erste Opfer. Sehr schön, das Geld können wir gut gebrauchen. Ja. Man achte darauf, möglichst
keinen Einwohner sterben zu lassen, das ist klar. Aber wie ich bereits erwähnte, ey, guck mal, eine neue Klamotte. Ich würde fast sagen, ein Onkel Charlie Hemd, ein Bowling Hemd. Darüber checken, reden wir gleich noch. Übrigens, wenn der Kampf zu Ende ist, dann laufen die Leute wieder an die Positionen, an denen sie vorher standen. Jetzt gerade hier haben wir es etwas unglücklich gemacht. Der Schuft rennt nämlich erst rüber in die Kneipe, in die Taverne, in unsere Pinte, in unsere Kneipe. Jetzt kriegt das aber ab. Nein, kriegt er nicht, weil er rennt schon wieder aus dem Raum raus. Es ist etwas unglücklich gemacht, aber da muss man sich dran gewöhnen. Man muss aber ein bisschen vorausplanen, so, wohin man seine Leute schickt. Aber das dürfte es jetzt für ihn gewesen sein. Wobei ich sehe gerade, auch Maiko hat ordentlich was abgekriegt und John auch. Verblüffend, ich weiß gar nicht, wie der eine Kerl es hinkriegt. So, Lirum kriegt auch ein Stimpack. So, und jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier schnell Futter kriegen. Der hat auch Geld mitgebracht. Wo ist denn die dritte Leiche? Wir hatten doch noch einen Angreifer. Was haben sie denn mit dem gemacht? Wo liegt der? Habe ich die schon weggeklickt? Komisch. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Na gut, das ist dann vor allem in der Nachschau natürlich immer besonders peinlich. So, wir haben zwar hier eine gute Besatzung in unserer Kantine, aber diesmal ist es ein bisschen knapp. Haben wir noch jemanden, der da mithelfen könnte? Ja, wir haben einige, die mithelfen könnten. Langsam müssten wir unsere Klamotten, die wir haben, auch mal ein bisschen ordnen. Er hier ist leider dafür ziemlich ungeeignet. Er könnte mal, was könnte er denn mal? Er könnte mal hier mitarbeiten. Und unser Trixie? Oh, Trixie ist ziemlich universell. Den schicken wir in unsere Kantine. So. Was haben wir denn noch für Jobs? Oh, ich muss, bei Soli, da muss ich mal ganz kurz ran. Da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet, dass sie unseligerweise auch einen zweiten Vornamen hat, nämlich den ihres Vaters. Das ist wohl eher unwahrscheinlich. Es sei denn, sie würde gerne William oder so, oder Wilhelm oder sonst wie einen zweiten Namen heißen. Ach, ich mache nur Quatsch. Das sieht nur einfach so komisch aus, wenn sie einen zweiten Vornamen mit übernimmt. So, was haben wir noch? Wir wollten schauen, wie wir hier mal eben schnell einen Powerlauf machen. Ein Power-Modus, haltet euch fest, wird gefährlich. Immer dieses Haken beim ersten Power-Modus. So. Mit dem Strom sind wir momentan auch nicht gerade gesegnet. Okay, wir treiben es auf die Spitze. Super. Okay, jetzt können wir uns eigentlich mal wieder ein bisschen zurücklehnen. Nach und nach müssen wir jetzt mal klären, wie wir eigentlich mit unseren Ausrüstungsgegenständen umgehen. Wir fangen ausnahmsweise mal hier unten an. Ach, sie kann das Bowlinghemd sowieso nicht anziehen. Ich will mal eben kurz schauen, welchen Effekt das Bowlinghemd hat. Also 2 Punkte auf Intelligenz, 2 auf Agility, Beweglichkeit und 1 auf Luck. Das heißt, ja, man hätte sich's denken können, das ist die Original-Superkleidung, um hier in der Kneipe zu arbeiten. Das ist zwar das Sci-Fi-Hemd und er sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Spock und dem kleinen Hobbit, aber Trixie ist jetzt noch besser für seinen Job hier vorbereitet und kriegt einen zusätzlichen Bonus auf Beweglichkeit. Okay. So. Was haben wir jetzt noch an Klamotten übrig? Erstmal, was haben wir an Waffen übrig? Das wollte ich als erstes regeln. Wir haben keine Wache oben rumstehen. Trixie nimmt mal die bessere Waffe und die kleine, die geben wir hier mit rüber nach nebenan. Und Omen läuft jetzt seit einiger Zeit wieder mit barer Hand rum. Und wir ziehen immer die Klamotte an, damit wir einfach wissen, wer er ist. So. Ansonsten sieht es in unserem Lager momentan, was Redaways besteht, betrifft, eng aus. Und kein Platz mehr für Redaways. Das heißt, die sollten eigentlich aufhören zu arbeiten, oder? Ha, gehört habe ich dich. Diesmal habe ich den Kopfhörer eigentlich auch richtig rum. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ach, ist das blöd.
So wenig Räume. Aber, ich sag dazu nichts weiter. Ja, ärgerlich. Gut. Dann schicke ich sie mal. Ayuta schicke ich mal rüber hier zu den Stimpaks-Herstellern. Und was ist mit Nameless? Nameless hat momentan gar nichts zu tun. Wieso denn nicht? Die müsste eigentlich hier in der Wasseraufbereitung arbeiten. So, und er hier, ja, er kann ruhig noch eine Zeit lang rummachen. Ich müsste eigentlich jemanden zum Looten ausschicken. Jetzt frage ich mich gerade, wer das wohl am ehesten sein kann. Es müsste einer aus dem Wasserbereich sein. Da hätten wir Joe, der hat wohl keine Waffe, müssten wir ihm geben. Oder wir hätten hier unsere phänomenale Diamond, die ist allerdings viel zu wichtig für den Job. Und er kann eigentlich fast alles. Ich glaube, ich nehme mal irgendjemandem anders die Waffe weg. Nameless ist übrigens ein kleines bisschen radioaktiv belastet. Eigentlich wollte ich gerade mal ausprobieren, ob sie das eventuell alleine überlebt. Aber, nee, das ist mir nicht wert. Zu riskant. So. Und dich, Joe, die schicken wir jetzt mal auf die große Wanderschaft. Geh mal bitte für uns looten. Denselben Fehler wie bei Trixie mache ich nicht. Ich gebe ihm jetzt auf jeden Fall genug mit. Damit kommt da einiges klar. Apropos. Nein, ich hatte schon befürchtet, ich hätte noch jemanden außen rumlaufen. Wisst ihr, ich wollte jetzt eigentlich immer nur so kleine Ausschnitt-Szenen spielen, um den Fortschritt im Lager nach und nach darzustellen. Und dann muss man immer aufpassen, na, habe ich jetzt jemanden losgeschickt oder nicht? Okay, Zeit für die Waffenwerkstatt. Wo wollen wir die denn hinbauen? Wir könnten sie hier drüben bauen, aber... Ja... Ach, im Grunde genommen ist das okay. An sich ein Raum, den man zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt benötigt. Stelle etwas her. Hier sind einige Rezepte und Schrott für Waffen und Outfits. Nur durch Herstellung erhältlich. Viele Gegenstände können nicht gefunden werden, nur hergestellt. Diese tragen ein besonderes Symbol. Also diese Art von Anzeige ist auch ein bisschen neu. Ein Rezept bekommen wir fürs Impro-Gewehr und für den Kampfanzug. Wofür steht denn nochmal SB? SB, SB, SB. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Vielleicht stehe ich auch einfach ein bisschen auf dem Schlauch. So, hier kann ich jetzt Leute hinschicken, die sonst nichts zu tun haben. Ich glaube, ich werde das mal so machen. Nein, so war das nicht gemeint. Wir füllen mal eben unsere Vorräte an Rideaways wieder auf. Stimpaks brauchen wir allerdings auch. Und im Wasserbereich sind auf jeden Fall Leute, die nichts zu tun haben. Nicht unbedingt. Ja, wie baut man etwas? Um seltene Waffen herzustellen, brauchen wir 45 Leute. Das ist ja ganz toll. Reden wir später drüber. Wir haben momentan niemanden übrig zur Arbeit. Der Raum ist an der Stelle wirklich eigentlich ein bisschen ungünstig. Haben wir einen netten Platz hier oben verschenkt. Aber wir können das Ding ja zur Not auch wieder irgendwann abreißen. Aber um mal zu zeigen, wie es generell funktioniert, schicke ich jetzt mal jemanden rüber, der hier nicht ganz so wahnsinnig wichtig ist. Okay, mach du mal. Mal sehen. Man kann hier nicht sagen, wer hier per se besonders gut oder besonders schlecht geeignet ist. Es hängt nämlich sehr davon ab, was man herstellt. Okay, wir wollen mal eben die beiden Rezepte, die wir gefunden haben, wollen wir entloggen. Hallo? Achso, das andere wäre eine Rüstung. Die können wir hier nicht bauen, wir können nur Waffen bauen. Wir brauchen, um so ein Improbegewehr zu bauen, ja, versuch mal, Witzbold. Ja. Um das herzustellen, brauchen wir bestimmte... Was ist das denn her? Sie macht das? Wie macht sie das denn? Das ist mir jetzt schleierhaft. Wieso kann sie das denn überhaupt tun? Wir haben doch gar nicht den entsprechenden Schrott dabei gehabt. Haben wir den auch geschenkt bekommen? Das ist ja eine irre Sache. Gleich nochmal reingucken. Oh ja, wir haben einen ganzen... Naja gut, das meiste allerdings kenne ich schon. Hm. Interessant, wir haben Schrott geschenkt bekommen. Das finde ich ja nicht übel.
Das berühmte Spielzeugauto und die Ventilatoren, alles was mit beweglichen Teilen ist. Okay. Hier steht jetzt P. Das bedeutet, sie baut etwas, für das Perception wichtig ist, beziehungsweise das für Perception wiederum dienlich ist. Bei Kleidung ist es so, wenn man zum Beispiel etwas herstellt, was in der Kantine notwendig ist, dann oder Boni bringt, dann braucht man auch zur Herstellung Agility. Aber das ist ja interessant, das passt genau gut, denn sie kommt ja schließlich aus diesem Bereich. Können wir um Wasser noch jemanden entbehren? Hey, Gonchi ist hier der Chef in der Abteilung. Und sie ist einfach viel zu gut. Gonchi, dann bau du doch nochmal drüben mit. Deine Frau steht ja gleich nebenan. Und von hier unten würde ich am liebsten auch jemand hochziehen. Am besten... Jetzt will ich dich aber haben. Wo bist du? Ich bin so weit weg. Das Bild ist zu klein. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn... Da! Nein! Ah, verflucht nochmal. Ich war mal der wahre King. Ich habe mal 10 Stück an der Reihe gefunden und dachte, das wäre ein super Erfolg. Dachte mir, ach, mach's einfach weiter. Und dann klappte nichts mehr. So, egal. Worauf wir jetzt nicht geachtet haben, ist die Zeit. Also es war vorher deutlich mehr als jetzt hier, aber es ist immer noch eine irrsinnig lange Zeit. Wir werden also die Arbeit zwischendurch unterbrechen müssen. Das macht aber nichts. Die Arbeit geht nicht verloren. Übrigens genauso wie auch in allen anderen Räumen, in denen etwas produziert wird. Und bei dem man die Arbeiter vorübergehend rauszieht. Auch Leute, die anschließend gar nicht in den Raum zurückkehren, soll heißen, also ihre Ersatzleute können dann an ihrer deren Stelle weiterarbeiten. Haben wir für unten, hier unten vielleicht jemanden? Ja, sie ist natürlich nicht übel, ne? Soli hat leider nicht das entsprechende Talent dafür. Und hier möchte ich auf diesen... machen wir es mal anders. Jennifer zieht mal einen Vault-Anzug an. Die Knarre kann sie ruhig mitnehmen. So, und dann schicke ich sie nach oben. Und Soli, die sich gerade eben schon ein bisschen beklagt hat, die kriegt jetzt dafür das hübsche Gewand. Und sie hat jetzt den tollen Bonus. Mal sehen, ob wir das später eventuell verwechseln. Also haben wir zumindest den Klamottenbonus, der hier immerhin Charisma plus 4 ist, was für das Radio wichtig ist, den haben wir behalten. Und hier oben sind wir inzwischen auf eine Stunde 42 runter, da haben wir jetzt also nochmal irgendwie 5 Minuten gespart. Das ist jetzt nicht der Hit, aber das liegt eben daran, dass Jennifer, unsere vermeintliche Schauspielerin, dafür eigentlich gar nicht so geeignet ist. Wie man sieht, könnte man auch noch weiter verschieben. Sie wäre für die Kneipe perfekt. Ja, und er eigentlich tatsächlich, das machen wir. Mit dem höheren Perception-Wert, der hier wichtig ist für das, was gerade gebaut wird, wechselt mit ihr die Position. Das ist gut. Das ist gut. Wollen wir mal sehen, ob wir mit dieser Art von Verteilung klarkommen. Wenn nicht, müssen wir was verändern. Kleiner Blick auf unseren Erkunder. Da sieht man, das geht ja schnell los. Er hat zwar noch nichts gefunden, doch ein paar Kronen kaufen, genau. Ich hoffe, er wird... die Schmach von Trixie, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ich will darauf nicht rumreiten, es ist mir selber unangenehm. Aber hätte ich geahnt, dass sowas passiert, dann hätte ich ihm damals alle unsere Vorräte, die wir hatten, in Stimpacks mitgegeben. Das war ein Fehler. Ich glaube, man kann von jeder Sorte maximal 20 mit sich führen, egal wie groß die Gruppe ist. Also auch auf eine Mission, was ja vom Prinzip her genauso funktioniert, kann man entscheiden, wie viel man mitnehmen möchte. So. Ich glaube, für den Moment können wir recht zufrieden sein. Ich unterbreche an dieser Stelle mal kurz und sobald was los ist, melde ich mich wieder. Einverstanden? Also gut, bleibt dran.